Ich darf auch aus einer guten alten Tradition heraus unseren Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Manfred Schoch begrüßen. Herr Schoch, herzlich willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir berichten heute über das Geschäftsjahr 2016. Es war, wie Sie wissen, unser Jubiläumsjahr. Auf unserem Festakt haben wir in der Olympiahalle gemeinsam mit 2000 Gästen und in der Allianz Arena mit 35.000 Mitarbeitern gefeiert. Wir haben unsere vier Visionsfahrzeuge in München, Peking, London und Los Angeles präsentiert. Und wir haben den Startschuss für unsere Strategie Number One Next gegeben. Heute steht der Rückblick auf 2016 genauso im Mittelpunkt wie unser Ausblick in die Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich auf dem Podium den Vorstand der BMW AG und als erstes unseren Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger. Ich darf Ihnen heute auch zwei neue Vorstandsmitglieder vorstellen. Das ist zu meiner Linken ganz außen Markus Düßmann, ist seit dem 1. Oktober 2016 neuer Vorstand des Ressorts Einkauf und Lieferantennetzwerk. Und zu meiner Rechten Dr. Nicola Peter, ist seit 1. Januar 2017 Chef oder hat er das Amt des Finanzvorstandes übernommen. Die weiteren Vorstände kennen Sie. Neben Herrn Krüger, Herrn Fröhlich, Vorstand für Entwicklung, dann Ian Robertson, verantwortlich für Vertrieb und Marke BMW und After Sales BMW Group. Dann eben Manfred Düßmann. Zu meiner Rechten Nicolas Peter, dann Frau Kainja André, verantwortlich für Personal und Sozialwesen und unsere Arbeitsdirektorin. Daneben Oliver Zipsel, Vorstand für Produktion und ganz außen Peter Schwarzenbauer, Vorstand für Mini, Rolls-Royce, BMW Motorrad, Kundenerlebnis und Digital Business Innovation BMW Group. Was erwartet Sie und uns heute Vormittag? Zunächst gibt Herr Krüger eine kurze Einführung, danach folgt Herr Dr. Peter mit einem detaillierten Überblick über die Geschäftsentwicklung 2016. Im Anschluss dann stellt Ihnen Herr Krüger die Umsetzung der Strategie Number One Next und die neuesten Modelle vor. Ihre Fragen können Sie danach wie immer an alle Vorstandsmitglieder richten. Außerdem laden wir Sie dann abschließend zum Mittagessen ins Foyer ein. Soweit meine einleitenden Worte. Ich darf nun an Krüger übergeben. Krüger, bitte. Meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen hier in der BMW. Das sind heute unsere Schwerpunkte. Von mir eine kurze Einführung. Was ist mir wichtig? Wohin steuern wir den Konzern? Unser Jahresabschluss 2016 und der Ausblick auf 2017 durch Nicolas Peter. Ich werde Ihnen dann unsere Entscheidungen im Rahmen der Strategie Number One Next erläutern. Dann zeige ich Ihnen die ersten Neuheiten unserer Modelloffensive. Zu Beginn ein paar grundsätzliche Worte. Der Antrieb der Stunde ist der Plug-in Hybrid. BMW ist hier klar die Nummer 1 der Premium-Marken. Unser BMW i3 gehört zu den Top 3 der meistverkauftesten Elektrofahrzeuge weltweit. Dies zeigt, wir sind richtig aufgestellt und gehen weiter voran. 2017 wollen wir 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen. 2025 sollen E-Modelle und Plug-in-Hybride 15-25% unseres Absatzes ausmachen. Dazu werden alle Konzernmarken und Baureihen elektrifiziert. Unser Ziel ist die nachhaltige Mobilität. Ein Zurück gibt es nicht. Alles, was wir tun, tun wir für unsere Kunden. Sie sollen Premium-Mobilität individuell und emotional erleben. Mit unseren Dienstleistungen sind wir immer und überall zur Stelle, wenn der Kunde uns braucht. Dazu nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung. Im Rahmen der Strategie haben wir klare Entscheidungen getroffen. Die Kooperation mit Intel und Mobileye, der Campus für autonomes Fahren, die automatisierte Testflotte für die City. Die BMW Group besitzt ein starkes finanzielles Fundament. Das Unternehmen hat das beste Rating aller europäischen Automobilhersteller und das zweitbeste weltweit. Meine Vorstandskollegen und ich werden alles daran setzen, unsere Bonität und Reputation am Kapitalmarkt weiter zu stärken.
Seit 7 Jahren befindet sich unsere EBIT-Marge im Segment Automobile in unserem Zielkorridor von 8-10% oder darüber. Dieses Niveau wollen wir halten, während wir weiter in unsere Zukunft investieren. Profitabilität sichert unsere Handlungsfähigkeit und macht uns zu einem verlässlichen Partner der Gesellschaft. Mit der Strategie Number One Next vereinen wir Profitabilität, operative Exzellenz und neues Denken. Wir führen zwei Geschäftsmodelle zusammen. Unser etabliertes Kerngeschäft auf der einen Seite, Start-up-Mentalität und neue Geschäftsfelder auf der anderen Seite. Wandel beginnt in den Köpfen. Wir haben eine Mobilisierungswelle gestartet, die es noch nie in unserem Unternehmen gab. Strategiecamps für die oberen Führungskräfte. Sie haben mit Start-ups und Technologietreibern in aller Welt an Hotspots diskutiert. Next Experience für über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Führungsebenen, einschließlich der Meister in den Werken. Sie erleben seit Beginn des Jahres die Strategie in all ihren Facetten. Ihr Wissen geben Sie an alle Mitarbeiter weiter. Das Feedback aus beiden Formaten ist eindeutig. Unsere Mitarbeiter verstehen die Veränderung. Sie gehen die neuen Wege mit. Sie spüren, wie unsere neuen Werte uns Schwung verleihen. Verantwortung, Vertrauen, Wertschätzung, Transparenz und Offenheit. Sie reflektieren den Zeitgeist und das Verständnis von Zusammenarbeit der jungen Generation. 2016 war unser Jubiläumsjahr. Wir haben es mit neuen Bestwerten abgeschlossen bei Absatz, Umsatz, Ergebnis vor Steuer. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobile liegt im Zielkorridor von 8-10%. Unser Segment Finanzdienstleistungen und BMW Motorrad haben das positive Gesamtergebnis flankiert. Wir haben unsere Ziele erreicht. Der Konzern bleibt der führende Hersteller im Premium-Segment weltweit. Meine Damen und Herren, wir waren immer ein ehrgeiziges Unternehmen. Ich verspreche Ihnen, das wird so bleiben. Wir schalten jetzt auf andere. Wir starten die größte Modelloffensive unserer Geschichte. Für uns zeigt sich die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens im Zusammenspiel mehrerer Leistungsindikatoren. Das sind neben Verkaufszahlen auch Profitabilität, Innovationskraft, Flexibilität und unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Meine Damen und Herren, Nicolas Peter stellt Ihnen nun den Jahresabschluss 2016 vor. Vielen Dank, Herr Krüger, für den ersten Teil. Nun darf ich gleich weitergeben an Dr. Peter.